Moin, hallo, willkommen zurück zu Staxel. Ich mache noch schnell die Kohlsuppe fertig. Und dann ist der Tag schon wieder fast rum. Ich hoffe, ich kann noch zumindest die vier Fenster und die beiden Türen noch einbauen. Dann hätte ich das zumindest noch erledigt. Aber sicher bin ich mir noch nicht, mal gucken, wie schnell das geht. So, das kommt jetzt hier noch hin und dann geht's los. Kohlsuppe. Die muss hier noch ran. Zwiebeln muss ich einmal gucken. Habe ich Zwiebelsamen eigentlich noch? Ich bin mir nicht sicher. Zur Not muss ich die nochmal verarbeiten. Kann ich noch nicht genau sagen. Zum Glück geht das Kochen bei der Suppe schnell. Dann haben wir das nämlich auch gleich geschafft. Dann kommt nämlich hoffentlich wieder ein bisschen Geld rein. Wenn ich das Dach dann noch drauf kriegen würde, wäre das natürlich schön. Ich habe jetzt wie viel ausgegeben? Ich glaube, 15.000 müsste das schon sein, was ich da schon eingesteckt habe. Also 20.000 muss ich wahrscheinlich rechnen. Für das Haus. Ist natürlich nicht gerade billig. So, 3.000 kriege ich nochmal raus. Zuckerrüben habe ich ja auch noch. Die müsste ich eigentlich auch noch verarbeiten. Ich setze aber erstmal schnell die Sachen jetzt ein. Dass zumindest am Haus wieder ein bisschen was gemacht wurde. Muss schließlich auch noch sein hier. Es wird ja langsam. Es wird. Ich muss dann auf jeden Fall noch gucken, dass ich die, Hallo Emilia. Dass ich dann noch die Außen, wie soll man sagen, den Außenbereich auch noch fertig kriege. Da muss ja noch ein bisschen was gemacht werden. Das Haus wird langsam auf jeden Fall. Ich bin echt überlegen, mir kommen da so ein paar Ideen, was ich gerne bauen würde. Das muss ich alles mal ausprobieren. Das Ding ist 3 breit. Ach du meine Güte, das ist nicht 2 breit, sondern 3 breit. Ja, dann ist ja meine ganze Dingens. Meine ganze Planung dahin hier. Dann setze das Fenster mal hier hin. Ist das echt so breit? Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet hier. Dann passt das wieder alles nicht. Großartigst. Wenn das 3 breit ist, kann ich das so mittig gar nicht einbauen, ne? Das ist jetzt natürlich doof dann. Wie mache ich denn das dann am geschicktesten? Das müsste ich dann da einbauen oder ich setze es hier hin. Setzen wir es hier hin. Bauen wir das hier zu. Das muss noch zugebaut werden. Hier kann ich dann tatsächlich noch... Setzen wir das parallel hier rein. Ja, müssten wir eigentlich parallel setzen. Dann kommt das hier raus. Und das da rein. Boah, das ist ein Riesenfenster. Wow. Okay. Da könnte ich noch ein kleines Fenster setzen. Aber ich bin überlegen, ob ich das einfach zumache. Und hier machen wir 2 kleine Fenster rein. Dann passt das hier auch nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Dann kommt das große Fenster hier noch rein. So. Und dann setzen wir hier ein kleines noch rein. Würde ich sagen. Oder setzen wir das hier in die Ecke? Das sieht ein bisschen doof aus, muss ich zugeben. Ne, wir machen das zu. Wir machen die Ecke zu, dann kann ich da Regale in die Ecke stellen. Das machen wir zu. Das heißt, das muss weg. Dann kommt das hier hin. Dann kommt da ein Regal hin. Dann kann ich hier noch ein Fenster reinsetzen. Hier kommt noch ein großes Fenster rein. Das muss echt 4 haben? Ne, da habe ich mich verzielt gerade hier. Huch. Dann gehörst du hier nicht hin. Wo ist denn das andere Ding? Da. Geh mal her. So muss das. Das Regal passt wahrscheinlich dann nachher hin, ne? Ich sehe das doch schon kommen. Tür einbauen. In die Richtung. Ja, das passt ganz gut. In die Richtung passt ganz gut. Ist okay, die sind ein bisschen entgegengesetzt. Ja, doch. Geht.
Okay, dann wieder ab nach Hause. Kann ich noch was kochen? Das wird ein bisschen knapp, glaube ich, jetzt, ne? Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Hallo. Jetzt habe ich hinten noch nicht mehr geguckt auf dem Feld, aber das wird, glaube ich, alles zu sein. Das wird schon hinhauen. Hallo, Ria. Auf dem Weg nach Hause noch ein bisschen lesen. So. Das Feld habe ich ganz gut hingekriegt. Jetzt das Dach hätte ich noch weiter ziehen können. Eigentlich, aber egal. Ich gucke jetzt noch mal mit den anderen Sachen gerade. Was habe ich denn jetzt hier noch? Ich habe noch Rüben dabei. Ich könnte noch rote Beetesuppe machen, ne? Wasserkrug. Ne, müsste ich Wasserkrüge haben. Rote Beete. Habe ich rote Beete hier? Zuckerrüben. Kohlsamen, Erdbeersamen, Tomatensamen. Ne, habe ich nicht, ne? Dann verarbeite ich. Oh, ich bin zu müde. Okay, na gut. Dann ab ins Bett. Ein neues Jahr. So. Neues Jahr, neues Glück. Yay. Es ist Frühling angesagt. Frühling liegt in der Luft. Naja. Frühling liegt in der Luft. So. Morgen, Sunny. Na. Morgen, ihr beiden. So, kann ich noch mal ein bisschen... Dankeschön. Einmal Milch, bitte. Dankeschön. Neues Jahr, Freunde, neues Jahr. So, ihr kriegt auch noch dieses Jahr auf jeden Fall eine neue Scheune. Das wird Zeit hier, weil das ist nicht mehr schön. Ihr könnt da noch ein bisschen frei rumlaufen hier. Ich muss nur gucken, wie ich das mache, dass ihr nicht über die Zäune lauft hier. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja, ich hätte ja gedacht, dass ihr eigentlich nicht über die Zäune lauft hier, aber... Ich wurde ja eines Besseren belehrt. Zumindest habe ich so den Eindruck. So, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen was verarbeiten. Und zwar die Rüben. Davon brauche ich mindestens noch 12. Dass ich die nämlich anbauen kann. Ich muss mal gucken, was ich jetzt anbauen kann. Im Frühling kann ich die anbauen. Kartoffeln? Ja, und dann kann ich die eigentlich gleich schon einpflanzen. Frühling, Sommer und Herbst. Okay. Kohlsamen. Dann kann ich die einpflanzen. Frühling und Winter. Ist also auch kein Problem. Wird eingepflanzt. Zuckerrüben. Im Herbst und im Winter. Das heißt, ihr geht zurück. Okay. Süßkartoffeln. Im Frühling. 6 Tage. Das heißt, die muss ich einpflanzen. Okay. Wassermelone. Im Sommer wahrscheinlich. Genau. Wassermelone im Sommer. Und die Möhren gingen, glaube ich, im Sommer und im Herbst. Okay. Dann bleibt ihr auch da. 7 habe ich schon. Das heißt, das kann ich alles einpflanzen. Frühling, Frühling. Frühling, Sommer und Herbst. Okay. Dann wird das gleich jetzt mal alles aufs Beet gehauen. Noch 2. Ja, das wird direkt verarbeitet, würde ich sagen, verkauft. Ja, ein bisschen noch. Wobei ich am Überlegen bin, ich könnte eigentlich noch ein bisschen mehr verarbeiten davon, ne? Wann muss ich das einpflanzen? Frühling, Sommer und Herbst. Und Frühling, Sommer und Herbst. Braucht 16 Tage. 2 Bäume, die könnte ich direkt einpflanzen. Muss ich mal schauen, ob ich da noch Platz finde. Zwiebeln muss ich auch noch verarbeiten hier. Zuckerrüben muss ich gleich mal gucken. Zuckerrüben habe ich hier. Habe ich hier. Zuckerrüben konnte ich jetzt aber nicht einpflanzen. Ne? Die waren im Herbst und im Winter. Okay. Herbst und Winter. Das heißt, Zuckerrüben kann ich eigentlich verarbeiten. Dann werden die gleich gehäckselt. Dann werden die alle gehäckselt. So. Man müsste eigentlich hier so eine Automatik laufen lassen können. Wobei hier laufen ja automatisch die Sachen. Hier muss ich noch ein bisschen nachhelfen.
12. Dann kriege ich daraus 2 Bonbons. Wäre natürlich schön. Sicher bin ich mir aber nicht. Lamm hier. Oh, da kommt schon was Goldenes bei rum. Gib mal her. Oh je. Jetzt habe ich es. Okay. Eine goldene Rübe und 23, 24. Das reicht. Perfekt. Ihr werdet noch verarbeitet jetzt erstmal hier. Ist das noch schnell hin? Ja, ne? Ich muss nur gucken, dass ich das gleich noch in das Inventar kriege hier. Dann muss ich daraus noch Sirup machen und Zucker. Ich glaube, das war einmal Zucker und einmal Sirup. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hoffe es mal. So, noch die Hälfte muss ich noch. Wenn ich mir das angucke, das ist echt eine Riesenrübe. Wenn ich hier gucke, so wenn ich die Sachen hier so drauf platziere da vorne, das ist also ein bisschen mini. Das sieht ein bisschen komisch aus, muss ich zugeben. Aber das liegt ja daran, weil ich da mehr Sachen drauf legen muss anscheinend. Und das wundert mich ein bisschen. Das ist vom Flair her ein bisschen seltsam. Aber wenn das alles groß wäre, wäre das glaube ich zu eng. Da müssen wir mal gucken. Dimensionen, glaube ich, sollte man ein bisschen kleiner machen vielleicht, wenn das machbar ist. So, das legen wir dahin. Das muss jetzt alles zuckerverarbeitet werden, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja. So. Okay, dann kann ich euch da runternehmen und wieder hinsetzen und dann machen wir da nochmal 2 Stück von. So. Und dann kann ich daraus hoffentlich 2 Bonbons machen. Und dann muss ich mal gucken, was ich denn eigentlich noch alles machen kann. So, Bonbons. Die rote Beete, weiß ich gar nicht, was brauche ich denn da nochmal? Wasser, ne? Könnte ich nachher nochmal kochen. So, dann muss ich mal gucken. Dann ist das auch fertig. Rezept, rote Beete, Wasserkrug, ja. Wie viel kann ich davon machen? 19, wow. Okay, dann machen wir das gleich. Aber erstmal mache ich das Feld jetzt fertig. Das muss nämlich, ach du meine Güte, nochmal ein bisschen beackert werden. Muss ja schließlich alles ordentlich sein. Okay, dann fange ich mit den Kartoffeln, würde ich sagen, an. Kann ich hier gleich einpflanzen. Das muss ich alles noch gießen, dann, oh Mann. So. Goldene Kartoffel noch. War das die goldene Kartoffel? Das war die goldene Kartoffel, ne? Dann die goldene Rübe. Die goldene Beete, ne? Ja, doch, müsste passen. Okay. Jetzt habe ich jetzt die normalen gemacht. Egal. Dann kommen die erst hier drauf. Und dann die goldene Rübe zum Schluss. So. Ich muss das Feld auf jeden Fall, wieder voll kriegen hier. Ich muss das auch mal richtig abstecken und alles, dass das ein bisschen vernünftiger aussieht hier. Ich würde da gerne so ein paar Wege machen oder so. Das wird, glaube ich, ganz cool aussehen. Ganz cool aussehen, huh. So, dann kommt hier noch einer hin und hier noch. Okay, dann haben wir hier noch die Kohlsamen. Ich habe nur 3 Süßkartoffeln, sehe ich gerade. Das ist jetzt nicht so viel. So. Passt perfekt. Dann wird das mal alles gegossen jetzt hier noch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich noch mehr habe. Ich gieße erstmal einfach alles. Geht schon hinein. Kann ich eigentlich auch. Nee, länger gedrückt halten bringt ja nichts, weil das ja eh nichts bringt hier vom Feld her. Ich würde das gerne voll kriegen, muss ich zugeben. Müssen wir mal gucken wegen der Bäume hier.
Da muss ich mal schauen, ob das hier noch hinhaut. So. Das fehlt noch. Okay. Süßkartoffeln haue ich hier noch drauf. 3 Stück. Zack. Hallo Oskar. So. Was habe ich denn jetzt noch hier? Die kann ich verarbeiten und die Zwiebeln habe ich auch noch nicht verarbeitet, ne? Nee. Das muss ich dann gleich nochmal machen. Aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.